Hallo und herzlich willkommen zur dritten Sendung Giga Glorious. Heute bauen wir uns den PC zusammen, den wir uns letzte Woche vorkonfiguriert haben. Und dann testen wir das Ganze mal auf Herz und Nieren und schauen, was unsere neue Gaming-Maschine so drauf hat. Natürlich muss ein guter PC keine 1000 Euro kosten. Genau in diesem Zusammenhang habe ich einen kleinen Artikel auf giga.de geschrieben, wo ich 4 verschiedene PC-Konfigurationen zwischen 500 und 1500 Euro vorstelle. Da sollte also für jeden Geldbeutel eigentlich was dabei sein. So, machen wir uns also dran, den PC zu bauen, Hubert, oder? Am besten baut man nämlich einen PC eigentlich zu zweit, dann geht's schneller und man kann sich ein bisschen Arbeit abnehmen und sich mal ein Kabel halten und hier mal helfen. Ja, leider bin ich heute alleine hier. Hubert, kannst du... Nee? Warte. Tut mir wirklich leid, ich kann heute nicht. Ich habe so viel zu tun auf der Arbeit. Ich bin bestimmt 22 Uhr auf der Arbeit oder so, komme dann nach Hause und muss dann noch meine Privatprojekte machen. Ey, es ist einfach... Keine Ahnung. Also, ich habe heute wirklich leider gar keine Zeit. Für nichts. So, So, ich stehe hier hin. An das Mikro. So, das ist, wie heißt du? Hi, ich bin Tim. Ah, Tim. So, Tim, hast du Twitter? Ja, auch, habe ich. At Twitch Tim. Okay, at Twitch Tim. So, das ist Tim, Twitch Tim auf Twitter. Und Hallo. Der hilft mir jetzt einen PC zu bauen. Wir bauen jetzt einen PC. Okay. Ja. Ab dafür. Wenn dann alle Komponenten angekommen sind, kann man mit dem Zusammenbau des PCs starten. Als erstes brauchen wir unser Motherboard. Hier hat sich übrigens letzte Woche ein Flüchtigkeitsfehler eingeschlichen. Das Gigabyte-Board, welches sich in unserem Set befindet, unterstützt zwar den Sockel unserer CPU, allerdings ist der H97-Chipsatz nicht in der Lage, das Overclocking-Feature des i54690K-Prozessors zu nutzen. Wer übertakten möchte, braucht dementsprechend ein Board mit Z97-Chipsatz. Zuallererst setzen wir die CPU auf unser Mainboard. Hierzu bietet sich die Verpackung des Boards als Ablagefläche an. Wir lösen zunächst den Haken, der die Abdeckplatte auf dem Platz der CPU festhält, und legen den Sockel frei. Unsere CPU ist in einer Ecke mit einem goldenen Dreieck markiert. Dreht die CPU so herum, dass die Markierung mit der auf der Abdeckplatte des Motherboards übereinstimmt, und setzt euren Prozessor auf den Sockel. Nun könnt ihr die Abdeckplatte abnehmen und die CPU durch erneutes Einklemmen des Hakens auf dem Motherboard fixieren. Die Abdeckplatte müsst ihr euch gut aufheben, da ihr diese im Garantie- oder Reparaturfall wieder aufs Board setzen müsst, wenn ihr es einschickt. Als nächstes verbauen wir den Standard-CPU-Kühler. Da unser PC noch verschickt werden soll, montieren wir noch nicht den externen Kühler, da dieser bei Transportturbulenzen abreißen könnte. Achtet darauf, dass ihr nicht an die Wärmeleitpaste auf der unteren Seite des Kühlers kommt, sucht einen passenden Stromsteckplatz mit der Aufschrift CPU-Fan und richtet ihn so aus, dass ihr das Kabel platzsparend verlegen könnt. Richtet den CPU-Kühler dann dementsprechend aus und lasst die 4 Ecken an den dazugehörigen Stellen einrasten. Anschließend steckt ihr das Lüfterkabel ein und das war's auch schon für die CPU, Platz bis er einrastet. Wichtig ist, dass ihr beide RAM-Riegel in die gleichfarbigen Slots schiebt, nur so aktiviert sich der Dual-Channel-Modus. Wir empfehlen euch, vor dem nächsten Schritt einmal das ganze Setup außerhalb des Gebäudes zusammenzusetzen und zu testen, ob alles, was mitgeliefert wurde, auch funktioniert. Dann könnt ihr euch daran machen, das Mainboard ins Gehäuse zu schrauben. Nehmt die I/O-Abdeckung des Motherboards und setzt sie in die dazugehörige Stelle in euer Gehäuse ein. Anschließend legt ihr das Mainboard so hinein, dass die Eingänge hinten am Gehäuse in ihre Plätze passen und die Löcher auf dem Mainboard auf den Standoffs liegen. In unserem Fall waren die Standoffs bereits vorinstalliert, unter Umständen müsst ihr diese noch einschrauben, bevor ihr das Motherboard befestigen könnt. Das dürft ihr auf keinen Fall vergessen, da es ansonsten mit ziemlicher Sicherheit zu einem Kurzschluss kommt und ihr ein neues Mainboard kaufen dürft. Danach ist das Netzteil an der Reihe. Dieses kann entweder mit dem Lüfter nach unten oder nach oben eingebaut werden. Entscheidend dabei ist, ob euer PC auf einem flachen Untergrund oder auf einem Teppich steht. Bei letzterem empfehle ich, den Lüfter ins Gehäuse zeigen zu lassen, um das Netzteil nicht zu ersticken. Wir entscheiden uns dafür, ihn nach unten zeigen zu lassen. Unser Gehäuse hat für diesen Anwendungsfall auch einen Staubfilter installiert. Das Netzteil wird von hinten am Gehäuse festgeschraubt und zusätzlich mit einem Winkel im Gehäuse am Verrutschen gehindert. Wir machen weiter mit der SSD, welche in unserem Gehäuse mit Schrauben am Boden des Cases angebracht werden kann. Wer einen 2,5 auf 3,5 Zoll Rahmen hat, kann diese natürlich auch in einem der HDD-Steckplätze befestigen. Einige Gehäuse haben sogar spezielle 2,5 Zoll Steckplätze, in denen die SSD eingeschoben werden kann. Achtet darauf, dass die Strom- und Motherboard-Anschlüsse ins Innere des Gehäuses zeigen.
Danach lösen wir eine der Quick-Release-Klemmen, um die HDD-Festplatte in einen Schacht zu schieben. Wenn sie drin angebracht ist, schiebt sie in die richtige Stellung, damit die Klemme wieder eingerastet werden kann. Von der anderen Seite kann die Festplatte zur Sicherheit mit einer Schraube fixiert werden. Nun machen wir uns ans Laufwerk. Hierzu müssen wir eine der Abdeckungen an der Frontseite des PCs aus dem Gehäuse herausdrücken. Schiebt das Laufwerk ins Gehäuse, bis es einrastet, vergesst nicht, die Quick-Release-Klemme wieder anzubringen und das Laufwerk für Sicherheit beim Transport ebenso wie die HDD auf der anderen Seite zu verschrauben. Wir öffnen die andere Seite des Gehäuses und versuchen uns ein wenig ums Kabelmanagement zu kümmern. Bei unserem Bitphoenix Shadowcase ist das allerdings alles andere als einfach, da nur sehr wenig Platz zwischen der anderen Seite der Mainboard-Platte und der Gehäusewand liegt. Versucht die Kabel intelligent durch die vorgegebenen Öffnungen zu legen. Es ist an der Zeit für ein wenig Strom- und Verbindungskabel-Action. Die meisten Anschlüsse sind am Kabel und am Steckplatz auf dem Mainboard für eine leichte Installation beschriftet. Solltet ihr dennoch nicht durchblicken, seid euch nicht zu schade, ins Handbuch zu schauen. Lieber einmal zu viel nachgeschaut als falsch angeschlossen. Das Kabel für die Audiosteckplätze an der Front des Gehäuses ist mit HD-Audio gekennzeichnet. Es hat genau einen fehlenden Pin, an dem ihr erkennt, in welche Schnittstelle es auf dem Mainboard gesteckt werden muss. Als nächstes folgt der USB 2.0 Stecker. Der fehlende Pin-Steckplatz hilft euch wieder dabei, die passende Schnittstelle zu finden. Die komplizierteste Steckarbeit erfolgt beim richtigen Zuordnen der An- und Reset-Schalter sowie der Power- und HDD-LEDs. Hierzu empfehlen wir, das Handbuch des Motherboards zur Hilfe zu nehmen. Studiert den Steckplan und versucht, die richtigen Pins zu identifizieren. Danach kommt die Stromzufuhr vom Netzteil zum Motherboard und der CPU an die Reihe. Bestenfalls kümmert ihr euch vor dem Einstecken ums Kabelmanagement. Achtet darauf, die Stecker mit sanftem Druck ins Mainboard zu stecken. Unsere letzten Kabel sind die für die vorderen USB 3.0 Steckplätze und den vorderen und hinteren Gehäuseventilator. Für diese Lüfter sind die Sys-Fan-Markierungen auf dem Board gedacht. Nach einem kleinen Test des Systems können wir uns ums Kabelmanagement kümmern und schon bald sieht unser Innenleben so aus. Die Grafikkarte später erst einzubauen kann besonders hilfreich sein, einfach um mehr Platz bei den aktuellen Kabelarbeiten zu haben. Nun verbinden wir die Festplatten mit SATA-Kabeln und Stromzufuhr. Auch hier achten wir wieder direkt darauf, die Kabel zwischen Netzteil, Festplatten und Motherboard clever hinter der Gehäusewand zu verstecken, auch wenn das nicht immer so perfekt gelingt. Nachdem der Kabelspaß endlich aus dem Weg geräumt ist, kommen wir endlich zur Grafikkarte. Die GTX 970 Gaming 4G wird von Fnatic empfohlen mit Extra Boost. Nach Entfernen der auf der Rückseite liegenden Blenden können wir die Grafikkarte auf die korrekten Schnittstellen auf dem Motherboard stecken. Achtet darauf, wieder mit Vorsicht vorzugehen, bis ihr das Klackgeräusch des Einrastens hört. Die Karte wird noch mit Schrauben gesichert und in unserem Fall kommt wieder die zusätzliche Sicherungsblende dran. Die Grafikkarte benötigt selbstverständlich Strom, der vom Netzteil kommt. Die zugehörigen Kabel gehören natürlich wieder clever versteckt. Die MSI 970 benötigt einen 8-Pin und einen 6-Pin-Connector. Verbindet einen 6- und 2-Pin-Connector, um den 8-Pin-Steckplatz auszufüllen, und einen zweiten 6-Pin-Connector für die andere Schnittstelle. Wenn alles gut geht, können wir nach ein paar letzten Cable-Management-Maßnahmen auch die Rückseite des Cases schließen. Jetzt nochmal die Stecker prüfen, dann kann das Case komplett geschlossen werden und der PC ist bereit für den ersten Start. Und damit ist unser PC auch schon fertig. Hier steht das gute Ding. Und ich würde sagen, wir sind bereit für den ersten Startup und dann nehmen wir einfach mal die Zeit, wie lange die SSD braucht, um hochzufahren, weil ich finde, das ist eigentlich immer ein ganz geiler Wert. Okay, seid ihr bereit? Erster Live-Test in 3, 2, 1, go! So, hier steht jetzt knapp 18 Sekunden auf der Uhr. Das ist schon ganz vernünftig. Es gibt noch Betriebssysteme, die sind optimierter auf Starts mit SSDs. Das hier drauf ist Windows 7 Home Premium. Und was wir jetzt machen, nachdem wir mal den PC das erste Mal gestartet haben und sehen, dass alles gut läuft, würde ich sagen, wir zocken einfach mal ein bisschen, gucken uns ein paar Spiele an, labern ein bisschen dabei über die Benchmark-Werte und High-End-Gaming auf dem PC an sich und schauen uns an, wie sich das so anfühlt auf dem neuen Gerät. So, und da sind wir auch schon. Jetzt sitzen wir in unserer schönen Sofaecke. Ich habe mir den Tim dazu geholt. Der Tim ist natürlich nicht irgendein random Mensch von der Straße, wie ihr das jetzt gedacht habt. Ihr habt natürlich unseren Schauspielkünsten geglaubt. Tja. Tim und ich kennen uns schon ein wenig länger. Tim ist auch PCler wie ich. Ja, PC Master Race auf jeden Fall. Wir streamen auch mal ab und zu zusammen. Ja. Und deswegen habe ich mir Tim dazu geholt, weil er auch die gewisse Ahnung hat und das gewisse Etwas.
Ja. Und jetzt chillen wir hier so ein bisschen ab und wir springen einfach mal rein. Wir haben uns jetzt als allererstes mal Bioshock Infinite geladen. Und wir gucken einfach mal jetzt in die Grafikoptionen, weil das ist ja auch was glaube ich, viele nicht rallen. So viele stellen ja einfach alles auf Ultra und alles auf geil. Und dann legen sie los. Das ist natürlich auch so, wie man spielen sollte. Wenn man eine 79 hat, ne, dann kann man das auch machen. Dann kann man das auch mal bringen. Aber es gibt ja auch Sachen, die man vielleicht erklären kann. Ich wollte auch generell mal Anti-Aliasing ein bisschen dran nehmen und so. Ja, wir haben jetzt das Menü, wir haben schon auf Benutzer definiert, alles relativ hochgestellt, Anti-Aliasing ein. Das macht so, dass Kanten nicht flimmern, also harte Kanten an Gebäuden oder an Personen, die verbinden Pixel so, dass es eben wie eine glatte Fläche wirkt und nicht wie so, ja, wie Pixel ja sind, die nämlich viereckig. Genau. Genau das macht Anti-Aliasing eben. Unser Texturenteil auf Ultra. Ja, hier dynamische Schatten direkt auf hoch, auf sehr hoch, auf Ultra sogar. Das ist was, da haben wir uns eben auch schon mal kurz drüber unterhalten. Spiele machen das ja immer so, dass sie irgendwie, es ist immer, die höchste Einstellung heißt immer anders. Ja, es ist. Die heißt entweder hoch oder sehr hoch oder Ultra oder keine Ahnung, Glorious. In Far Cry 4 heißt es, ist die höchste Einstellung dann auch teilweise Nvidia. Mhm. Weil die quasi Nvidia-spezifische Sachen da eingebaut haben, irgendwie Haar und was ist das? Fellanimationen und so, die so super geil dann aussehen und dann nur mit Nvidia gehen. Man weiß, also als ich das Spiel angemacht habe, wusste ich auch nicht direkt so, ist jetzt Nvidia besser als das Ultra-Setting oder nicht? Oder, ja, guck mal da, Bildfrequenzsperren direkt mal ausmachen. Ah. Schön hier, jetzt hier. Die FPS so nicht, sollen ruhig durch die Strecke und direkt das schießen. Sichtfeld auch auf mindestens voll. Ja, genau, so schön. 90 FOV. Die super Objekte vorheben. Ein. Sehr gut. Das speichern wir so und wir laden einfach mal, würde ich sagen, den Anfang vom Spiel, weil den finde ich eigentlich schon optisch relativ beeindruckend. Und Guck mal, da geht die FPS auch direkt auf 106. Ja, wir sehen rechts oben, vielleicht habt ihr das bemerkt, das steht unsere Frames per Second Zahl. Da haben wir es mal einfach mal, um auch ein bisschen zahlenmäßig was rauszuziehen. Damit ihr mal seht, was die eingebaute 79 alles so, alles so kann. Also ich muss sagen, natürlich Grafik, weil das viele Leute haben angenommen, dass ich einfach die letzte Grafikhure bin. Grafik macht ja selbstverständlich kein Spiel, aber ich finde eine geile Grafik macht schon eine Menge aus. Ja, auf jeden Fall. Und dafür... Grafik ist nicht nur wichtig, aber die trägt halt natürlich Gameplay und alles, ne? Und ich finde, Grafik spiegelt vor allem Fortschritt in der Videoszene wieder, in der Videobranche, Videogaming-Branche so, weil Grafik halt einfach etwas ist, woran man ein Spiel messen kann. Mhm. Gameplay kann theoretisch ja schon seit 30.000 Jahren Videospielgeschichte geil sein. Ja, das gibt es ja auch alte Spiele. Ja, es gibt ja alte Spiele, die immer noch ultra geiles Gameplay haben, einfach. Also jetzt beispielsweise Half-Life 2. Zum Beispiel, finde ich, hat mir so Bock gemacht einfach und würde ich auch nochmal spielen. Mhm. Aber, ja gut, grafisch ist es jetzt nicht der Anspruch. Outdated halt einfach, ist halt einfach outdated. Und deswegen schaue ich gern bei Spielen auf Grafik und auf Frameswerte und auf sonst was, einfach nur, weil mich der Fortschritt, den diese Branche macht, so sehr interessiert. Und ich glaube halt auch so an diese Zukunft, an diese, dass irgendwann mal diese Cinematic Cutscenes einfach mal in Realtime-Engine gerendert werden können und man halt wirklich so denkt, so boah, krass, was geht hier ab so, dass du richtig fette Grafiken hast, so wie du das immer erträumt hast. Und ich finde, das Bioshock Infinite, die machen das clever, so die, haben natürlich auch nur, die haben ja keine Open World, die haben ja schon so Schlauchlevel und so. Aber die machen das clever, die inszenieren die Welt geil, es gibt fette Grafiken. Und wir schauen uns jetzt gleich nur noch mal ganz kurz eigentlich die wichtigste grafische Szene vom Anfang an. Und zwar gleich werden wir in der kleinen Kirche landen. Das sieht auf jeden Fall sehr schön aus. Wir sind jetzt hier in der Kirche angekommen und das ist halt dieses Anfangslevel. Das finde ich, macht eigentlich genau das, was ein Spiel machen sollte. Und zwar, es beballert einfach den User, den Spieler in den ersten 20, 30 Minuten mit ultra geilen Grafikeffekten. Ja, auch. Schönen guten Tag. Und hier ist dieses, was ich meinte, das Wasser. Ja. Das Licht fällt durch die Fenster aufs Wasser und spiegelt sich an der Wand wieder. Hast du auch einen Schatten, wenn du jetzt da vor dir... Du hast auch generell noch keinen Körper. Ach das, finde ich, ist noch was Spiele... also stimmt. Nicht, weil ich mir keinen Charakter erstellt habe, sondern weil Shooter das ja immer noch teilweise so machen, dass sie den Körper nicht mit animieren. Dass man keine Füße hat und so. Ja, weil es einfach dann Rechenleistung wegnehmen würde, auch die ganze Zeit was zu animieren, was man ja eigentlich 90% der Zeit nicht sieht. Aber mich verwirrt es mittlerweile so in Spielen, wenn ich halt keine Beine habe, ehrlich gesagt. Ich habe heute auf Twitter gelesen, jemand hat mir geschickt, die Nachricht geschickt, warum hole ich mir denn eine MSI fürs Set? Warum keine GeForce? Weil die 79 MSI ist überall ausverkauft, die GeForce gibt es aber, glaube ich, noch. Die GeForce sind alles GeForce. Nicht die GeForce, die Gigabyte. Gigabyte kann man auch 79. machen. Ich habe persönlich einfach Tests mir angeguckt und fand die MSI vom Design einfach geil. Die hat mir gefallen. Und zusätzlich war dann einfach, die hat dieses Feature, dass sich die Lüfter
bis 60 Grad nicht anstellen. Das heißt, man hat einfach, wenn man wirklich auch Ruhe haben will und irgendwie nur surft, was man ja eigentlich die meiste Zeit tut, man zockt ja nicht 24 Stunden. Oh, und, nein, nicht immer. und die gehen dann einfach nicht an und die Karte kühlt sich quasi passiv. Mal hier alles auf. Hier, das fuckt mich zum Beispiel ab. Wir haben jetzt hier, bei Lichtqualität geht es bis hoch und bei Gitterqualität bis Ultra. Können die sich nicht einfach einigen? Guck mal hier, alles auf Ultra, was haben wir hier noch? Texturen, kannst du auch mal direkt auf Ultra stellen. Ich glaube, dafür soll man 4 GB haben. Ja, genau. Nee, sogar 6. Was? 6 GB. 6 GB V-RAM. Ja, haben wir jetzt nicht. Können wir mal ausprobieren. Aber ich glaube, es stottert dann so ein bisschen. Mhm. Aber einfach mal austesten. Also, wir spielen jetzt das Spiel mit Grafikeinstellungen, die eigentlich sogar zu hoch für unsere Karte sind. Shadow of Mordor. Vor kurzem erst rausgekommen, einen Monat oder zwei. Oktober, glaube ich. Ja, irgendwie so in dem Dreh. Ende September, glaube ich, kann sogar sein. Genau. Mal kurz vorbeigeschaut. Ja, gut. Guck mal, läuft aber sogar ganz gut. Wir sehen jetzt hier bei absoluten Ultra-Mega-Übereinstellungen sind wir bei immer noch 60 plus Frames. Sogar 75 mittlerweile. Sind wir denn eigentlich... Nee, wir sind noch in dieser etwas sehr langweiligen Wir Umgebung, sind in der ne? Mordor-Umgebung, genau. Ich weiß noch nicht, was danach kommt. Ich weiß, was danach kommt. Da kommt sogar ein sehr hübsches Level-Design, eher so mit so Wiesen und sowas. Und also sehr grün. Darauf habe ich mich auch gefreut. Das sah sehr, 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 sehr geil aus. Okay. Oh, guck mal, da kommt jetzt so ein Vieh. Guck mal, bringt die um. Nice. Mach das mal hier. Okay, ich habe bisher nur mit Controller gespielt, deswegen kann ich jetzt nicht versprechen, dass ich hier total ausraste. Aber ich probiere es mal. Guck mal, zack, easy. Und jetzt hier. Bam. Guck mal, wie du abräumst jetzt. Und 10er-Kombo. Immer mit einem Blick auf die Frames. Wir sind gerade unter 60 tatsächlich, aber... Aber wir haben ja auch die Texturen auf Ultra gestellt, was die Karte dann auch ziemlich beansprucht. Ja. Und jetzt sind wir mal hier oben. Guck mal, jetzt können wir mal hier so rumgucken. Und wir sind jetzt... Und solide, sogar 90... Ach, guck mal hier, aber... Hier ist er ein bisschen entspannter unterwegs, wa? Wird auch ein bisschen dunkler. Aber das Field of View ist auch nicht so... Also das Field of View, die Sichtweite ist noch nicht so ultra riesig. Ah, es gefällt mir, wenn man spielend weit gucken kann. Ich bin auch ein Fan von Unschärfe so, dass es irgendwann unscharf wird, weil es einfach schön aussieht, so ein bisschen cineastisch. Aber ich stehe auch drauf. Solange es nicht dann auch 24 oder 30 Frames sind, um das Kinoerlebnis zu haben. War das nicht das Argument von Ubisoft, dass 24 Frames... Ja, 30 war bei The Order... 8066. Ja, irgendeine Zahl von wegen... dass 30 Frames für das Spielerlebnis sehr viel besser wären, weil das ein filmerischeres Erlebnis sei. Was natürlich Quatsch ist. Weil es gibt Frames in Videospielen komplett anders sind als Frames in Kameras. Aber gut. Das haben ja auch Leute geglaubt. Leider. Ja. Ich würde sagen, das war unsere entspannte kleine Zockrunde. Hat erstmal gereicht. Mittlerweile sogar 88 Frames. Ich würde sagen, wir haben jetzt gerade ein bisschen länger gequatscht. Den kleinen Zusammenschnitt, den ihr gerade gesehen habt, davon könnt ihr das komplette Video, die kompletten, wie lange waren wir jetzt, 20 Minuten, 30 Minuten? 30 Minuten. Die kompletten, die lade ich einfach auf Giga hoch, als extra Bonusmaterial für die Giga Glorious Folge 3. Da könnt ihr auf giga.de vorbeischauen, da gibt's unsere ganze Talkrunde im Langformat. Im Langformat. So wie einige Glieder auch in dieser Redaktion. Peniswitze muss man einmal pro Sendung machen, sonst fliegt man raus. Niklas, wow. Ja, danke schön. Bist du da, Das habe ich mir vorgelegt. Nein, habe ich nicht vorgelegt. Wow, Niklas. Okay, obwohl ich so viel zu tun hatte heute. Gut, danke Tim, dass du dabei warst. Vielleicht sieht man sich ja nochmal irgendwann, wenn ich irgendwie keinen Bock habe. Wenn es wieder heißt, Giga Glorious. Die PC-Gaming-Bausendung mit... Ja, ich bin auf jeden Fall gerne nochmal hier. Wenn du ein entspanntes Zock-Talk-Quatsch machen willst, dann bin ich auf jeden Fall gerne wieder. Könntest ja schreiben, dabei. Was ihr davon gehalten habt von unserer kleinen Runde. Und zurück ins Studio. Ja, das war's auch schon wieder mit der dritten Sendung Giga Glorious. Ich hoffe, sie hat euch gefallen. Ihr könnt mir euer Feedback in die Kommentare schreiben. Die Folge 4 ist bereits online auf giga.de und in der neuen Folge rede ich über Anti-Aliasing. Wir reden über Space Simulation und den Release von Elite Dangerous und es gibt sogar pünktlich zu Weihnachten was zu gewinnen. Ein Keyboard oder eine Maus von Logitech, was ihr dafür tun müsst, um mitzumachen, da klickt ihr am besten einfach mal direkt auf das Video unter mir auf giga.de. Dann gibt's noch den Brotsimulator als Fellplay mit Anne, Martin und mir und zu guter Letzt den Top-Montag mit den größten Aufregern des Jahres 2014. Ja, ich hoffe, wir sehen uns in einem der Videos und bis dann. Ciao.